Ja, zu unserem Jubiläumsmärchentag habe ich eine ganz besondere Freundin eingeladen, eine Märchenfreundin von mir, Anne. Anne, du magst ja genau wie ich auch gerne Märchen der Brüder Grimm. Und ich bin ja sehr gespannt, welches Märchen du dir ausgesucht hast zu unserem Jubiläumsmärchentag. Also ich habe mir ausgesucht das Märchen Die sieben Raben. Weit weg von hier, mitten in den Bergen, gab es einmal ein grünes Tal mit einem klaren Bach. Hier hatte sich ein Holzfäller ein Haus gebaut, in dem er mit seiner Frau, sieben Söhnen und einer Tochter lebte. Der Holzarbeiter war oft unterwegs und seiner Frau fiel es sehr schwer, die Kinder allein aufzuziehen. Die Tochter war lieb und hübsch und half ihr viel. Aber die Jungen waren schrecklich, ruppig, ungehorsam, streitsüchtig. Sie hatten keine Achtung vor ihrer Mutter und sie wusste sich keinen Rat mehr. Die arme Frau behielt ihren Kummer für sich, statt ihrem Mann davon zu erzählen, und merkte nicht, dass das alles nur noch schlimmer machte. Die Schwester der Jungen hatte es am schwersten. Sie liebte ihre Brüder, trotz ihres abscheulichen Benehmens, aber am meisten liebte sie ihre Mutter. Eines Tages taten die sieben Jungen etwas besonders Böses. Im Wald wuchs ein giftiges Gras, das die Bäuche der Tiere anschwellen ließ. Der Holzarbeiter hatte seine Söhne immer davor gewarnt, jemals die Ziegen damit zu füttern. Die grausamen Jungen füllten einen Beutel mit dem Gras und mischten es mit dem Tierfutter. Bald waren die Ziegen und auch die Kuh krank. Ihre Bäuche waren aufgebläht und sie konnten nicht mehr stehen. Woher wollen wir jetzt Milch nehmen? Wir können keinen Käse mehr machen, weinte die Mutter. Wovon sollen wir leben? Die bösartigen Jungen lachten und merkten gar nicht, was sie Schlimmes getan hatten. Ich wünschte, ihr wäret Raben und nicht meine Söhne, schluchzte die Frau vor Verzweiflung. Als sie diese Worte sagte, schob sich eine schwarze Wolke vor die Sonne und die sieben Jungen verwandelten sich in sieben große Raben. Sie flogen davon und krächzten jämmerlich. Die Frau war voller Furcht und Reue. Als der Vater am nächsten Tag von der Arbeit nach Hause kam, war er entsetzt und betrübt, als er hörte, was geschehen war. Er versuchte, seine Frau damit zu trösten und sagte ihr, dass es nicht ihre Schuld war. Trotzdem herrschte tiefe Trauer im Haus. Die Zeit verging und das kleine Mädchen wuchs heran. Sie dachte immer noch an ihre Brüder und war selten fröhlich. Eines Tages bat sie ihre Mutter um die Erlaubnis, loszugehen und die Brüder zu suchen. Ich werde sie finden. Ich weiß es. Bitte lass mich gehen. Die Mutter konnte ihrer Tochter die Bitte nicht abschlagen und das Mädchen brach mit einem Rucksack voller Proviant von zu Hause auf. 2 Tage lang lief sie durch den Wald und wanderte auf das Gebirge zu. Schon bald hatte sie nichts mehr zu essen. Ihre Kleider waren zerrissen, sie fror und war müde. Am dritten Tag kam sie bei Sonnenuntergang an eine sonderbare Hütte im Nebel. Irgendetwas zog sie ins Haus hinein, obwohl es gar nicht einladend aussah. Drinnen sah sie einen runden Tisch mit 7 Schüsseln und ihr Herz schlug schneller. Vielleicht hatte sie gefunden, was sie suchte? Ein großer Topf voller Hafermehl stand auf dem Feuer. Das Mädchen war sehr hungrig. So füllte sie sich eine Schüssel mit Hafermehl
und schlang es hinunter. Dann ging sie nach oben. Dort fand sie 7 kleine Betten. Es stiegen ihr Tränen in die Augen, als sie merkte, dass sie am Ziel war. Erschöpft von der Suche, legte sie sich in eines der Betten und schlief ein. Einige Zeit später stießen 7 krächzende Raben die Haustür auf und setzten sich an den Tisch. »Da hat jemand von unserem Hafermehl gegessen«, sagte einer der Raben und zeigte auf die schmutzige Schüssel. »Aber wer sollte hierher kommen?«, sagte ein anderer. Als die Raben gegessen hatten, setzten sie ihre Nachtmützen auf und wollten schlafen gehen. War das eine Überraschung, als sie ein kleines Mädchen in einem der Betten fanden. Ein Rabe pickte vorsichtig an ihrem Zopf. »Aber das ist ja unsere Schwester«, riefen sie alle aus. Im selben Augenblick machte das Mädchen die Augen auf. Im ersten Moment erschreckte sie der Anblick der Raben. Aber dann sprang sie auf, breitete die Arme aus. »Ich habe euch gefunden, ich habe euch gefunden«, rief sie voller Freude. »Kommt ihr mit mir nach Hause?«, fragte sie. »Wir würden gern zurückkommen«, antworteten die 7 Raben. »Traurig, aber es tut uns leid, dass wir so böse waren. Aber wie können wir uns vor unseren Eltern zeigen?« »Mutter weint die ganze Zeit und denkt an euch«, beharrte das Mädchen. Und bald waren die Brüder überredet, die Heimreise anzutreten. »Du brauchst diesmal nicht zu Fuß zu gehen«, sagten die Brüder. »Wir fliegen nach Hause und tragen dich.« Als sie gerade aufbrechen wollten, rief der jüngste Bruder: »Wartet! Lasst uns unserer Mutter die vielen Funkelsteine mitnehmen, die wir gefunden haben. Sie könnten vielleicht wertvoll sein, wisst ihr«, fügte ein anderer Bruder hinzu. »Wenn wir Raben etwas funkeln sehen, müssen wir es mitnehmen.« »Wie schön«, sagte das Mädchen, als die Raben ihren Sack mit Schätzen herzeigten. Sie verstaute ihn vorsichtig in ihrem Rucksack. Die Raben hielten sie gemeinsam fest und erhoben sich in die Lüfte. Wie anders die Welt von oben aussah! Zuerst war das Mädchen ein bisschen aufgeregt, aber ihre Brüder hielten sie ganz fest. Nach einiger Zeit flogen sie über das Tal, den Bach und das kleine Haus, in dem sie geboren waren. Der Hof war verlassen, als sie landeten. »Ihr wartet hier und ich gehe und rufe Mutter«, sagte das Mädchen. Sie schlüpfte leise in die Küche, ihre Mutter saß am Tisch und weinte. »Ich bin wieder da und ich habe eine große Überraschung«, rief das Mädchen und umarmte ihre Mutter. Die arme Frau war so glücklich, dass sie nicht wusste, ob sie lachen oder weinen sollte. Als sie die Raben im Hof sah, erkannte sie sie sofort. »Unsere Gemeinheit tun uns leid«, lärmten die Raben. Plötzlich veränderten sich ihre Stimmen und statt 7 Raben standen 7 Jungen da. Der Vater, der die Stimmen gehört hatte, kam aus dem Haus gelaufen. »Meine Kinder«, rief er und umarmte seine 7 verlorenen Söhne und seine Tochter. Die funkelnden Steine waren tatsächlich sehr wertvoll und von da an hatten sie ein wundervolles Leben.